So. Da kommen wir hier. Hier kommt ihr nicht rein. Oder ich in der Tür stehe. Hier kommst du nicht rein. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Mountain Blade Warband. Und jetzt ist es so, ich habe meinen Trupp ein wenig erweitern können um den Artie Miller. Das ist ein Kerl, der ganz gut belagern kann. Und jetzt wollte ich eigentlich selber belagern, doch jetzt bin ich gerade auf eine Burg getroffen. Die Burg Veya. Und ich sehe jetzt hier jetzt ordentlich zur Sache. Die Saranidien, die sind nämlich unsere Feinde jetzt plötzlich. Und ich denke mal, ich werde mal versuchen, denen zu helfen, weil ich habe ja gesagt, wir machen eine Schlacht jetzt. Also in dieser Folge. So, Burg Veya wird belagert von Emir Nuvas Trupp. Geht durch die Belagerungslinie und tretet in die Burg. Ja, mache ich natürlich. Ah, die lassen mich auch rein. Okay, greift die Mauern von Burg Veya an, also der Emir. Ihr habt 522 Soldaten gegen die 71. Oh, das ist ja super. Das ist ja ein tolles Verhältnis für unsere Seite. In den Kampf werfen. Ich werfe. So, dann werfe ich hier mal was runter. Bestens Steine. Da kommen sie. Kann ich da irgendwie runterbogen dann? Hier vielleicht? Ah, ich glaube, die kommen hier rüber, oder? Sag mal. Ja, da kommen sie. Ich denke, haben die schon eine Leiter da gestellt? Ja, da ist eine Leiter. Ich schätze, die wollen hier hoch. Ja, also werde ich mich hier hinstellen. Und alle Bebogner, die hier die Leiter hochkommen. Hört mal auf zu schreien. Und ihr seht, ich bin schon angeschlagen vom letzten Kampf. So, komm, vielleicht kann ich ein paar wegpfeilen, die hier rein wollen. Wenigstens anschlagen. Aber Mist, das ging nur in den Schild. Jawohl. Volle Kanne hier, da hast du eine. Aha! Einen konnte ich wegpfeilen. Das muss. Jawohl, ich muss ihn auch erwischen. Jawohl, komm, den holen wir doch, oder? Jawohl, da liegt er. Da fällt er die Leiter runter. So, jetzt lass mich. Ich kann ja gar nicht bogen, dann so. Geh doch mal zur Seite, du Spaß. So, da kommen neue. Hier kommt ihr nicht rein. Oder ich in der Tür stehe. Hier kommst du nicht rein. Da bist. Oh, zack. Jawoll. Die haben Wurfspeere. Aber ich konnte einen runterpfeilen. Ja, komm noch einmal. Zack. Geh wieder dahin, woher du gekommen bist. Ja genau, verschwind, Kiel. Kommen noch mehr? Die sind aber nicht schon drin, oder? Nein. Ich denke, ja, ja, genau. Wusste ich, dass die noch mehr haben. Gucken, zack. Vielleicht kann ich den einen oder anderen wenigstens schon mal verletzen. Genau. Ich werde mich erst da vor die Leiter stellen, wenn die wirklich reinkommen sollten. Kann ich überhaupt. Jetzt habe ich keine Pfeile mehr. Hä? Okay. Dann hau drauf! Säbel ihn zur Sau hier! Ich hau rein, was ich kann! Ah, kann ja nicht mal aufziehen, so nah stehst du. Ich hau dir auf den Helm! Stich sie alle ab! Die da rein wollen. Geheim. Da fallen sie alle die Letzten. Guck, der kullert da die Treppe runter. Sag mal, habt ihr noch mehr? Oh, da kommen noch mehr. Scheiße nochmal. Ich dachte, es wäre gar nicht so viele. Aber was ist? Willst du nicht hochkommen? Ah, die haben Speere. Was stand da? Alter Drachenschild. Ich glaube, das ist nur noch einer. Oder? Komm, ich kann da nicht hoch, oder wie ist das? Ups, hüpf, komm, spring! Ja, ich komme da nicht hoch, leider. Kann ich hier Pfeile oder Dingsbums aufheben vielleicht? Wurfspeere, hat's da was? Knüppel mit Dorn. Was habt ihr denn sonst noch? Ich hab meine Pfeile halt alle, einfacher Kavallerieschild. Nochmal Knüppel. Bedorter Streitkolben, nicht schlecht. Ja, und da ist dann noch eine Figur. Zwei sind da noch. Wie kommt man denn hier raus? Aha! Da komme ich halt hier runter, wenn ihr nicht hochkommen wollt. So, und jetzt hast du bestimmt Pfeile, genau.
14 Stück und der hat doch auch noch welche, oder nicht? So, dann mache ich den halt so fertig. Komm halt zu und... So, da liegt er. Yay! Wir haben Burg Veya! Geschützt, wollte ich mal sagen, oder möchte ich mal sagen. Was hast du denn noch? Einfacher Kavallerieschild. Ja, da habe ich, glaube ich, schon was Besseres. Hast du noch Pfeile? Nomadenbogen. Würde ich ja gerne mal probieren, ob das besser ist. So, ihr trug den Sieg davon! Verluste keine, das ist ja super. Wir schaffen den Rest des Weges allein. Danke! Der Rodok Sergeant. Aha, und Emir Nuwas hat es geschafft zu fliehen. Schade, aber Gefangene gibt's. Ordentlich viele Gefangene. Allerdings habe ich jetzt so den Eindruck, das sind nicht die besten Gefangene. Die werden nicht so viel Geld bringen. So, okay. 6 von 10. Ja, das ist auch nur so Scheißdreck. Also, die waren nicht besonders stark. Da habe ich schon bessere Gegner gehabt. Also stärkere. Klimper. So, Hauptmann! Ah, der Artimeda. Den habe ich kürzlich aufgelesen. Der ist auch schon ein bisschen älter. Ich muss euch sagen, dass ich die medizinische Referenz von Jervus in Frage stelle. Als er unsere Verwundete nach dem letzten Gefecht behandelte, erinnerte ich ihn daran, dass der unvergleichliche Galerian, den kennt ihr bestimmt, den Galerian ganz bekannt, oft ein Destillat von roter Beete verschrieb, um den durch Blutverlust aus dem Gleichgewicht gebrachten Humor wiederherzustellen. Aha, mit roter Beete kann man das Gleichgewicht vom Humor wiederherstellen, das ist wieder neu. Jeremus antwortet, dass Galerian ein antiquierter Nichtsköder war. Ja, das ist ein Schwätzer, unsere Jeremus. Wobei bei gewissen Sachen stimmt das aus heutiger Sicht. Egal, also es war ein ganz bekannter Arzt, Galerian. Hauptmann, kein echter Arzt würde solche Respektlosigkeit für die Großmeister der Geschichte zeigen. Allerdings, da hat er allerdings recht. Ich glaube, er sollte deinen solch offensichtlichen Hochstapler nicht unter Vertrag haben. Jeremus ist ein wertvolles Mitglied dieses Trupps. Ich möchte nicht, dass ihr weitere Streitereien mit ihm anzettelt. Sagt Jeremus, dass ich euch in dieser Sache unterstütze und dass er seine Zunge hüten soll. Ich habe keine Zeit für Streitereien. Stört mich nicht mehr mit diesem Unfug. Ja, ich hätte mal gesagt, er hat da recht. Leute, da hat er wohl wirklich recht. Ich sehe gerade, da geht da immer noch weiter. Das Saradin ist ja schon mit. Ja, da geht noch ein kleines... ein Schlechtchen. Ja, da sind die am Fliehen, die anderen. Also egal, ich werde mir ein neues Gefecht suchen, weil mit denen haben wir es auch nicht so gerade. Dann gehe ich jetzt kurz nach Charis. Reiß denen den Arsch auf in Charis, weil da habe ich auch schon eine Belagerung mitgemacht. Allerdings auf der anderen Seite. Das haben die Sariniden, haben das Hiniden, haben sich das gekrallt, das Charis. Und wir haben es vorher gerade zurückerobert. Und da habe ich aber leider die Aufnahme noch nicht gestartet. Und dann sind die eben zur Veyan-Burg rüber. Und da bin ich ihnen nach. Und jetzt habe ich ein bisschen Scheißdreck noch, den ich verscherbeln kann. Rüstung, da kann es auch haben, den Mist, den brauche ich nicht und sonst habe ich ja nichts mehr. Ein Buch habe ich gekauft, schon 9% gelesen. Ich bin mal gespannt, was ich da draußen dann lernen kann. Zeige euch dann schnell, wie man hier lesen kann. Und jetzt wäre es toll, wenn es einen Lösegeldvermittler gäbe, hier in der Schenke. Ah, Mist. Lanzknecht, du siehst nicht schlecht aus. Ah, na, der könnte was taugen, aber der ist wahrscheinlich teuer. Da bilde ich mir, glaube ich, lieber selber einen aus. Oder der ist zu teuer. Das geht mir. Oh, guck mal, die Rinderhälfte, die da. Guck mal, wie groß die sind. Oder? So, also, raus. Da gehen wir jetzt mal rüber. Ich wollte ja noch so eine. Bin ich jetzt wieder heile eigentlich? Ja, mehr oder minder. Bis ich ankomme, schätze ich, bin ich wieder heile. Und ihr seht, was ich hier inzwischen für geile Krieger habe, oder? Es ist dann schon nochmal eine andere Nummer, wie die ich da zu Beginn hatte. Und, muss ich vielleicht auch noch schnell zeigen. Wenn ihr Gefangene machen wollt, dann braucht ihr hier so ein paar Bauern oder irgendwas. Also was Schwaches. Die sind eigentlich alle schon zu stark. Ich muss wieder ein paar Bauern einstellen, weil die knüppeln die bewusstlos. Und das ist eure Chance, dann Gefangene zu machen. So, und jetzt werde ich deren Dorf anzünden. Mal gucken. Das klappt. Oder ob ich jetzt gleich zusammengesäbelt werde von einem Burgenkarren. Oh, scheiße, geh mal weg. Oh, nicht gut. Habt ihr gesehen, jetzt bin ich beinahe in eine Falle gelaufen. Weil mit denen kann ich es ja vielleicht noch aufnehmen. Soll ich das versuchen?
Es wäre gut, ich würde doch irgendwo ein bisschen Unterstützung auftun. Komm, ich nehme den mit. Oder dass ich... Ja? Greifst du jetzt das Dorf an? Wenn ich dich jetzt lasse? Ja? Oder hat es auch noch Deserteure? Ja, kein Wunder. Soll ich das versuchen? Sind das starke? Ja. Also, wir versuchen das. Ich werde aber schnell... Ups, komm zurück. Ich werde schnell speichern. Sicher ist sicher. Nicht, dass die mich jetzt total zusammensäbeln. Weil ich kann jetzt das nicht so richtig einschätzen, was das für Gegner... Oh, scheiße! In die Heimat! Halt! Ihr könnt mich nicht besiegen und ich werde euch eine schmerzhafte Lektion erteilen, wenn ihr es versucht. Gebt auf! Ja, leck mich am Arsch, du Heini! Ich werde bis zum Ende kämpfen! So, der hat... Oh, 98 hat... Ja, ich habe 98. Wo kommen denn die jetzt her? Hier gegen 69 Kämpfe lassen. Also da muss irgendwie jemand zu Hilfe geeint sein. Wer ist es denn? Nein? Ach so, die Bauern da aus dem Dorf. Die helfen. Und Jungs, kommt aber zurück. Was macht ihr denn da? Kommt aber zurück. Kommt. Also F1, F2. Ja, seht ihr. Genau deswegen. Ihr Spackel. Kommt, geht aber aus dem Weg. So, jetzt müssen wir gucken. Wo kann man denn hier gut angreifen? Da kommen sie. So, jetzt könnt ihr angreifen. Komm, ich werde mal versuchen. Wobei, das ist gefährlich. Ich hab ihn nicht mal erwischt. Muss ich weg hier. Ich werde vom Pferd geholt. Autsch. Oh, das war heftig. Helf dir mal. Ja, bin ich gerade drüber gesprungen. Kannst du nicht mal hüpfen hier? Gib mal den Pfeil noch, komm. Den kann ich vielleicht brauchen. Komm, galopp und hopp. Mit Leertaste kann ich springen. So, komm, säbel den anderen noch zu. Nicht in die eigenen, den anderen sonst zu. Oh, scheiße, wie viel kommen denn da noch? Wir haben einen zweiten Trupp geschickt. Merkt ihr es? Da hinten kommen noch neue. Ach, scheiße! Jetzt haben sie mich vom Pferd geholt! Und mich gleich... Oh, Rückzug! Weiter. Okay, ihr habt noch 16. Ja, komm, dann macht... greift den Feind nochmal an. Jetzt muss ich einfach aufpassen. Gleich seht, ich bin so gut wie tot. Ich werde nur noch... Halt, Jungs! Greift zusammen an. Nicht der eine Reiter, der wird doch sowieso nur zusammengesäbelt, wenn er da alleine angreift. So. Hier war hinter den Baum ein wenig. Ja, genau deswegen. So, jetzt könnt ihr angreifen. F1, F3. Du, der will zu mir, glaube ich. Komm, mach mal ein paar von den Speerwerfern kaputt da hinten, wenn du kannst. Ich werde mich hier auf Fernwaffen beschränken, wenn es geht, weil ich ja kaum mehr Leben habe. Vermutlich beim ersten Schlag umkippen werde. Geht aber aus dem Weg, bitte. Habe ich ihn erwischt. Dich auch. Jawohl. Komm, den mache ich vielleicht sogar noch fertig. So ist er. Jawohl! 66 Schaden zugefügt. Oh, sag mal, kannst du mir das Pferd mal geben da? Zeig doch mal. Nein, ich habe ja nur noch so ein Scheißgaul. Vielleicht könnte das was Besseres sein da.
Warte, was stehen Pferdchen? Komm, kann ich dich reiten? Ein Rennpferd. Ja, super! Saladinisches Rennpferd. Das finde ich nicht schlecht. Saladinisch, glaube ich. Und sag mal, diesen Säbel, diesen Elite-Krummsäbel, den hätte ich ja auch gern. Danke. So, weil das ist so ein richtiger Reitersäbel, oder? Mit der geschwungenen Klinge. So, also, dann raus hier. Mit Tap, so. Ihr trug den Sieg davon. Jetzt bin ich gespannt, ob der... Aha, er gibt auf. Ihr seid nun mein Gefangener. Und der dürfte auch wertvoll sein, weil das ein Emir ist. Okay, von 30 zu 33, also minus 33. Die haben mich jetzt gar nicht mehr lieb. Die Saraniden. Hab mal, ich sprach gerade mit... Jetzt hör aber auf, du Arschloch. Du gehst mir langsam auf den Sack. Oh, er lobt ihn, okay. Wie auch alles andere vor dem Krieg, sorgfältig Planung, Vorbereitung und ein solides Wissen strategischer Prinzipien. Na, dafür habe ich ja dich mitgenommen. Wenn alle anderen Voraussetzungen gleich sind, wird am Ende die am besten ausgebildete Armee die Schlacht gewinnen. Ja, haben wir jetzt gerade gesehen. Ich habe nämlich die besseren Krieger gehabt. Eine Beobachtung für unser letzter Kampf Zeugnis ablegt. Ja, habe ich doch jetzt gerade gesagt, brauchst du mich nicht wiederholen. Ich bin hier der Boss, Mensch, Artimänner. Die Männer mögen ihn jetzt zwar verfluchen, aber sie werden ihm noch dankbar sein. Verlasst euch darauf. Sehr gut. Seht, ich habe auch so eine richtig geile Rüstung inzwischen. Und man merkt, man sieht mir an, dass ich mich viel bei den Saraniten aufgehalten habe, weil meine Rüstung ist inzwischen, oder, von diesem Dingsbums-Style, oder, diesen Sarazenen-Style. Und ihr seht, ich habe auch ein bisschen besseren Helm inzwischen und ein bisschen bessere Schuhe. Klein wenig. Und eben vor allem eine bessere Rüstung. Letztes Mal hatte ich ja, glaube ich, 39 und 9 oder so. Und habe ich jetzt das Reitpferd eigentlich gekriegt? Dieses, nee, ja, Mist. Das tolle Rennpferd, das ist leider nicht mehr da. Schade. Manchmal kann man es behalten, aber leider nicht immer. Selten. Wahrscheinlich dieser Krumm. Ja, genau. Also das zählt offenbar nur in der Schlacht. Weil bei einer Demo war das nicht so. Lustigerweise. So, und jetzt kann ich vielleicht versuchen, wo ist denn Charis? Das gehört ja jetzt wieder uns, also den Rodokian. Vielleicht kann ich einen Lösegeldvermittler auftun, um die 7 Gefangenen zu verkaufen. Habe ich den Emir hier? Genau. Was kann ich mit dem machen? Kann ich den irgendwo einlösen? Bei einer Burg zum Beispiel? So, jetzt gehen wir schnell in die Schenke und gucken mal, ob wir einen Lösegeldvermittler... Nein. Oh, aber jetzt hat es hier Schwertkämpfer, Landsknecht, Schwertkämpfer. Bist du immer noch derselbe? Hm. Tja, dann gehen wir wieder, oder? Ich glaube, zum Verscherbeln habe ich nichts. Nope. Kann ich das kaufen? Ja, ein bisschen, mir ist jetzt ein bisschen mehr Geld, habe ich. Habe ich aber auch wieder Zeug gekauft. 31 auf Beinschutz, das wäre schon nicht schlecht. Oder statt 16. Was kostet halt so viel? Ist alles so teuer hier. 504. Da hätte ich schon mal 20. 200. Das habe ich aber schon. 20 auf Beinschutz. 504. Das gibt es sogar zweimal. Das nächste kostet... Ah, 26 hat das dann aber. Hm. Also komm, ich mach das. Ich kaufe die Stiefelchen. Ziehen wir die an. So. Und jetzt wisst ihr ja noch vom letzten Mal, dass ich das dann jeweils weiterreiche an den nächsten, meine Ausrüstungsteile. Weil ich ja immer das Beste trage, ist ja klar, ich bin ja der Anführer. So, und er hat aber das auch schon. Aber, jetzt müssen wir schnell gucken, vielleicht Rolf. Hast du was unter 16 an? Jawohl. Da kriegst du diese Plattenstiefel und diese Dingsbumsstiefel, die geben wir jetzt dem Artimänner. Der hat, glaube ich, nämlich nur so Dreck an, oder? Der hat zwar auch schon 14. Ja, also weg damit, oder? 1,3, ja genau, also weg. Das verkaufe ich noch schnell. Und jetzt muss ich ja gucken, dass ich irgendwo einen Sklavenhändler, einen Lösegeldvermittler auftun kann. Das wäre toll. Oder? Arena geht zur Burg. Vielleicht ist der Graf Tachias. Der ist nicht daheim, nur seine Frau. Also nützt mir nichts. Raus. So, jetzt werde ich hier kurz pausieren mit der Aufnahme und euch dann in der nächsten Schlacht, wenn wir hier oder hier angreifen, ich werde hier kurz ruhen. Und zwar am besten vielleicht ein bisschen hinten dran. Und wie ruht man denn, wenn ich jetzt hier sage Lager
Dann kann ich hier einfach rumhocken, oder? Ich kann einige Gefangene rekrutieren aus dem Trupp. Wenn sie sich euch als Soldat niemand akzeptiert. Ja, dumm gelaufen, okay. Wenn ich die länger bei mir habe, dann kann das wieder klappen. Jetzt habe ich ein Buch zum Lesen, nämlich das Leben von Alexenos, dem Großen. Und jetzt kann ich das hier ein bisschen lesen. Oder ihr beginnt, das Leben von Alexenos, dem Großen, zu lesen. Nach ein paar Seiten findet ihr, dass ihr aus diesem Buch eine Menge lernen könnt. Ihr beschließt, es bei euch zu behalten und zu lesen, wann immer ihr Zeit findet. Und wenn ich jetzt sage, einige Zeit hier warten, dann werde ich A geheilt. Hey, würde ich nicht rumrennen jetzt. Das war nicht die Meinung. So, lesen sollst du. So, ich kann offenbar noch nicht reingucken. Jetzt greift er mein Lager an. Ha, Emir, du bist ein Spack. Jetzt wollte ich mich heilen hier in meinem Lager. Gott, ich hörte, dass ihr eben einmal besiegt habt. Ist es mein innigster Wunsch mit euch die Schwerter? Ja, das kannst du haben. Ich werde bis zum Ende kämpfen. Ihr habt 36 Soldaten, die gegen ihre 5 und auch scheiße, wieso habe ich nur noch 6? Es sind so viele draufgegangen. Ich hab mal 54 oder so. Hey, halt zurück, Jungs. F1, F2. Nicht geht nicht alleine vor. Das ist nicht gut. Ich muss die Fußtruppe im Rücken haben. Jetzt kann ich nur hoffen, dass deren Truppen nicht so großartig sind. Da kommen sie. Sonst habe ich nämlich ein Problem. Seht ihr mal, da sind ein paar ziemliche Nieten dabei. Hier mitschläfe. Oder? Gut, die Fußsoldaten, die müssen es richten. Oh, oh, verdammt. Das ist alles berittene. Das gefällt mir aber gar nicht. Komm, wir greifen von oben an. Ich denke, das ist besser. Dann kommen die langsamer hier hoch. So, jetzt hier. Lass sie hier angreifen. So, und jetzt habt ihr euch aufgestellt. Okay, greift an, Jungs. Oh, das ist aber ein kleiner Druck, den ich da habe. Komm, ich muss da mal ein paar davon weg. Der will in den Rücken. Ja, genau, die Sau, die verdammte. Die verdammte Drecksau, willst meine Armbrustschützen kaputt machen. Autsch! Da holt ihn vom Bär, den Scheißer. Säbelt ihn kaputt. Jawohl. Okay. Jawohl. Und nochmal. Komm, mach dich zur Sau da. Du musst ihn aber schon treffen. Jawohl, okay. Jetzt muss ich mich aber verziehen hier. Jetzt kommen, ja, die kommen alle zu mir mit ihrem Lanzenreiter-Kram. Aua, ab! Verdammt, ich bin ja schon mit minimalem Leben hier reingestartet. Jawohl, holt die runter. Jawohl, weg ist er. So, jetzt ist da sind noch zwei Reiter. Haben die noch Bodentruppen? Sieht nicht so aus. Da, halt! Jawohl. Ah, das ist der Emir! Der wollte doch die Klinge kreuzen mit mir! Oder? Das wollte er doch. Hey, du Sauhund, du. Du verdammter Sauhund. Komm, ich helfe dem mal. Der macht mir den sonst kaputt. Jawohl, da liegt er. So, sag mal, gib mir doch mal dein Rennpferd da. Komm, sitz ab, Kerl. Komm, sitz ab und jetzt steig auf. So, da hast du ein besseres Pferd. Weil meins ist fast am Arsch. Ist auch ein besseres Pferd. Aber wahrscheinlich kann ich den wieder nicht behalten. So, habt ihr den eben hier eingesetzt? Ah, sie haben ihn eingetötet. Gut, ihr trug den Sieg davon. Hat ja super geklappt. Ah, der hat es geschafft abzuhauen. Ah, so ein Dreck. So, und jetzt muss ich gucken, was? Amy hat das verwundet. Und jetzt sind die wertvollsten sind in der Regel oben. Das heißt, wenn ihr hier unten was nehmt, ich nehme die Veteranen, weil die natürlich mehr Geld bringen. Vielleicht lasse ich hier einen frei.
Oder vielleicht sogar zwei bzw. drei und nehme lieber diese hier, weil die mehr Geld bringen. Auch den da lassen wir frei und nehme den Veteranen. So, ich denke, die bringen mehr Geld. Oh, ist da, das ist nicht schlecht. Das könnte auch, oh, das ist sogar besser wie meins. 39, ja super, super. Und 16er Lederstiefel, da kann ich meine Jungs ausrüsten. Was das für ein Schwert? Breitschwert, aber es ist rostig leider. Und die Wurfspeere, die behalte ich mal. Ja, ja, komm, Tüten ein bisschen. Oh, Lederhandschuhe. Die haben aber leider keinen Rüstwert. Das ist jetzt schade. Das ist jetzt schade. Und die Pfeile taugen auch nicht viel. Ja, ich nehme es ein, weil ich bei Yoga brauchte das Geld. Das kennt ihr. Weil es bringt nicht viel Geld. Also das steht jetzt zwar schon 19, aber der wird mir keine 19 geben. Das seht ihr gleich, wenn ich versuche, das zu verscherbeln. Aber ich nehme es mit, weil ich nur 2600 habe. So, und jetzt gehen wir hier schnell nach Charisse und verkaufen das. Jetzt hat sich das schon fast erledigt mit den Kämpfen, hätte ich gesagt. Oder? Dass es eigentlich jetzt, dass ich mir das eigentlich jetzt fast schenken kann. Auf Kopfschuss, oder Kopfschutz, nicht Schuss. Was ist das? Das taugt auch nicht viel. Also den ganzen Mist da unten, den kannst du gleich mal weggeben. Und die anderen Sachen, ihr wisst ja, das versuche ich dann den anderen anzuziehen, falls die was Schlechteres haben. Seht ihr, das bringt kaum Geld. Das bringt 100 Dinare. Der ganze Schmodder da, den ich jetzt da gehabt habe, den kannst du auch noch behalten und den bestimmt auch. Und auch diesen Scheiß da und auch die Handschuhe, weil die nichts taugen. Die haben ja keinen Rüstwert. Und ihr seht, ein 6er Rüstwert. Er gibt mir für meine mit 4 nur 53, aber die hier kosten schon 6, weil ich habe nicht so einen tollen Handelswert. Und ein guter Helm, also ein 47er Helm, kostet halt auch wieder 1300. Aber das ist ein cooler Helm. Nordischer Kriegshelm. Oder Kriegsfürstenhelm. Ich will den haben. So. Zack. Der ist jetzt meiner. Und gibt's noch. Genau. Auf Körperpanzerung reicht. Ja, komm. Die, die noch keine Handschuhe haben, kriegen jetzt welche. Warte, weil das halt auch wieder 2 Rüstwert bringt. Hat der? Der hat Handschuhe an. Ihr sitzt da, oder? Vielleicht könnte ich ihm noch einen besseren Helm geben. Das mache ich eigentlich nach jeder Schlacht, wenn was dabei rausgeguckt hat. Der hat 34. Okay, 39. Dann gebe ich dir das mal. Du hast Handschuhe mit 3 sogar an. Das waren auch mal meine. Und 39. Okay, also der nächste wird es wahrscheinlich nehmen. Mit einer von denen, die da noch sind. Hast du 30. 34, 32. Da kriegst du den. Der hat auch plus 2 und 15 auf die Stiefel. Dann gibst du mir die Stiefelchen. 27. Oh, guck, da ist auch was Besseres. Sieht da aus wie ein Feind, sieht der aus. Jetzt, verdammt. Von der Rüstung her, oder? Verdammt. Lesalit. Ja gut, der Name passt auch. Lesalit, oder? So, 30. Habe ich was Besseres als 30? Ja, 32. Und 15. Nein, das ist gut. Handschuhe hat er auch angehabt, ihr habt es gesehen. Ich denke auch der hat welche an. Ja genau, habe ich schon gemacht. So, 30. Habe ich was Höheres? Nein. 27 und 10. Jawohl, da haben wir was für ihn. Und die Stiefelchen kann ich ihm auch geben. So, Handschuhe hat er. Und ich möchte ja dann bald wieder mal einen auflesen. Das war er. Dann Bunduk lasse ich kurz aus, weil ich fürchte, der wird mich bald verlassen. Fürchte ich, dem habe ich Kettenfäustle gegeben, das ist im Jeremus. So, und hast du noch, dir könnte ich noch einen besseren Helm geben, oder? Sowas. Hätte ich jetzt gesagt. Und 25, 23 und 9, 25 und 8. Sag mal, hast du hier noch Platz? Kannst du Wurf? Ah, das kannst du nicht. Kannst du Sensorenspeer benutzen? Den kannst du benutzen. Okay, gut. Und er hat fast noch nichts an. Jetzt könnten wir ihn vielleicht... Genau. Ihm gebe ich das da. Oh, du kriegst auch ein nettes Helmchen. Aber hast du schon Gutes? Nein. Du kriegst auch ein 30er Helm. Den Rest kann ich jetzt verscheuern, oder? Ja. Okay, halt, Handschuhe kriegt er noch. Der Gute. So. Und kannst du die benutzen? Auch nicht. Schade.
werde ich die selber mal. Wobei ich hab's ja nicht gelevelt. Also es wird nicht viel bringen. Jetzt behalte ich die Handschuhe übrig. Warte mal, ich nehme die ganz nach unten. Warte, für den nächsten, der da nämlich kommt. So, der Helm war auch nicht schlecht mit 29. Und der Rest ist Mist, hätte ich jetzt gesagt. Genau, der Rest ist Mist. Den können wir noch schnell verscherbeln. So funktioniert das im Wesentlichen. Also ich mache es, sagen wir es mal so, ich mache es so. Es kann natürlich gut sein, dass ihr es anders machen wollt, aber ich mache es so, dass meine Truppe einfach möglichst guten Kram anhat. Oder den besten, den ich jeweils dabei haben kann. So, jetzt bin ich leider finanziell nicht so gut gestellt. Und jetzt speichern wir nochmal schnell, weil jetzt habe ich den ganzen Kram gemacht. Jetzt möchte ich gerne noch einen Überfall starten mit euch. Zum Beispiel dieses Dorf anzünden, plündern und anzünden. Wobei, scheiße, ich bin die Gefangenen auch noch nicht los. Ich will natürlich Gefangene machen, wenn es geht, weil die bringen ordentlich Geld. Ein guter Gefangener bringt so 160. Also da kann man... Ah, Mist! Verdammt, habt ihr denn keine Lösung? Muss ich hier... Warte, ich werde mal kurz lagern hier vor der Stadt, oder? Weil, genau, ich bin nämlich auch noch ziemlich arg verwundet. So... Wählt ein Buch zum Lesen aus. So. Und jetzt warte und lies. Jetzt gucken wir mal. Jetzt seht ihr, wie schnell das vorbeiläuft. Und ihr seht dann auch, irgendwann kommt da, die haben was gelernt. Ja, mach weiter. Hab jetzt Frieden mit denen. Mach mich nicht fertig. Das wäre jetzt natürlich ganz blöd. Aha. Da wurde wieder ein Fürstentum vergeben. So, und jetzt kann ich ja mal gucken. Zeig doch mal bitte. Aha, ich bin fast wieder heile. Und er hat ein Level Up. Gut, gut. Ja, ich sehe schon, das ist nicht schlecht. Das ist gut gelaufen. Was kann er denn am besten? Er kann Bogen. Dann hätte ich gesagt, ich mache ihn Bogenzugkraft. Hat er schon, aber berittenes Bogenschützen. Da brauchst du Wendigkeit und ich glaube, hier brauchst du Stärke. Hä? Tja, dann mache ich noch einen. Ja, komm, da bist du vielleicht auch auf dem Boden ein bisschen was wert. Oder? Bogenzugkraft erstmal. Da kann er mit dem Schwert vielleicht auch ein Tickchen besser, weil ihr seht, mit dem Schwert ist er nicht viel wert. Der gute Manit. Wo sind denn meine Gefangenen jetzt? Wo sind denn meine Gefangenen? Oh, ich habe eine Karawane. Ah, ich dachte schon. Ich krieg die überfallen. Wo sind denn meine Gefangenen jetzt abgeblieben? Aha, weil ich vermute. Ja, genau, wie ich es gedacht habe. Ja, genau, wir haben Frieden mit denen geschlossen. Ah, Mist. Okay, dumm gelaufen. Hätte ich jetzt gesagt. Ja gut, dann in der nächsten Folge geht es dann los mit der ersten Schlacht, beziehungsweise mit dem ersten Mod, wollte ich gerade sagen. So, das war's für dieses Mal. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Wenn ihr wollt, dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao.